Inmitten des Herzens der Dunkelheit stehen nun die wackeren Helden, um dem Bösen entgegenzustehen. Nelgil, dem Dämonenfürsten. Der Bedrohung, die die ganze Welt in Chaos verfallen lässt. Ihr liebsten Leute, und damit begrüße ich euch hier nun zur nächsten großen Folge von Drogunquest 10. Das Erwachen der fünf Völker, dem ersten großen Storyplot von Dragon Quest 10. In der Online-Version natürlich. Hier nun am Ort des Geschehens. Wir sind gespannt und gehen weiter. Wir haben ein neues Team in der letzten Folge formiert, bestehend aus Rin, der magischen Schwertkämpferin aus Nardus, dem, jetzt geht's schon weiter, einem weiteren Meier, Death Master und so weiter und so fort. Was ist das hier? Um Gottes Willen. Ich wollte gerade mein Team vorstellen. Du bist also hierher gekommen, hören wir eine Stimme. Du, elendiger Überrest der Athena. Nun, ihr wart die einzige Bedrohung, die mir, dem großen König, ja, meinen Wünschen in den Weg stand, die mich bedrohen konnte, ihr vom Volk der Athena. Aber meine Festung, das Herz des dunklen Königs, dass ihr hierher gekommen seid, das war eine jämmerliche Entscheidung. Egal, wie stark ihr auch sein mögt. Hier in dieser Welt, in der nur der Tod herrscht, habt ihr keine Chance. Also, kommt ruhig zu meinem Thronsaal. Ich werde euch ein schönes Geleit besorgen und ich werde euch hier erwarten. Nun laden wir und sehen, etwas passiert. Hey, so trifft man sich wieder, Kurande vom Volk der Athena. Du bist also so weit gekommen. Dieser Ort, das Herz des dunklen Fürsten. Ja, das ist ein Ort, den dieser widerliche Nergel erschaffen hat. Ein Ort, der die Seelen der Toten einfängt und gefangen hält. Dieser Mistkerl, ja, hat so die ganzen Seelen derer, die er fangen konnte, hier gehalten, um sie zu fressen und seine magische Kraft dadurch zu regenerieren. Um noch stärker zu werden. Das sagen die Geschichten. Es heißt nicht nur, dass er seinen eigenen Körper damit gestählt hat, ja? Er hat sogar die Kraft anderer geraubt. Ist das nicht eine wirklich furchtbar niederträchtige Tat? Deshalb ist es soweit, ja? Ich habe gehört, dass er dadurch stärker geworden ist, dieser erbärmliche Typ. Ja, noch stärker als zu dem Moment, wo er den Dashia versiegelt hat. Sein Ziel ist es nicht nur, den Dashia, sondern alle Kontinente zu versiegeln. Und er wird bald damit loslegen. Aber du bist noch rechtzeitig gekommen. Und du musst ihn aufhalten, besiegen, damit er nichts weiteres mehr machen kann. Aber wir haben keine Zeit, jetzt geduldig hier zu reden. Und du musst wissen, es ist für mich auch schwer, meine Gestalt hier aufrechtzuerhalten. Ich werde gleich verschwinden. Also, den Rest überlasse ich dir. Und so sprach noch einmal unser alter Ego zu uns und gab uns Mut. Und nun kann ich heute nun sagen, Nals, unser Deathmaster, den haben wir noch im Team, und Tatsuo, unseren Mönch. Das wird spannend. Eieiei. Das hier, muss ich sagen, ist ein Gegnertyp, den ich nicht erwartet habe im Schloss des dunklen Obermackers hier. Aber wir gehen mal weiter. Ich glaube, wir müssen ja dem Weg erstmal nach oben folgen. Hoch hinaus. Hoppidop. Und auch hierhin. Eine lodernde, finstere Flamme leuchtet hier durch die Korridore. Dunkle Materie in Kristallform kristallisiert sich an den Fassaden. Das erinnert schon an das Innere der falschen Sonne, muss ich sagen. Womöglich auch ein Überbleibsel aus dieser Zeit. Und dort oben sehen wir die Festung. Dort müssen wir jetzt hingelangen über Lichtbrücken, die diesen Ort wie ein Archipel zusammenhält. So zumindest hat es den Anschein.
Nun warten hier schon die nächsten Wächter. Kann ich die einfach umgehen? Oh, ja, 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 fast. So. Eine Satansrüstung. Jetzt kommt's drauf an. Wir müssen beweisen, dass wir mächtig genug sind. Jawohl. Komm schon. Die machen wahnwitzigen Schaden. Ihr seht das schon. Und der Deathmaster wurde gerade schon fast niedergerungen. Aber wir siegen. Das war ein sehr starker Gegner. Wurde uns gerade angezeigt. Entsprechend müssen wir uns nicht wundern, dass wir so viel Schaden genommen haben. Aber wir gehen weiter. Wir gehen einfach weiter. Meine Bedenken liegen letztlich nur noch auf mir selbst, auf Corando. Level 46. Schwach gerüstet. Zwar ein schönes Schwert, aber auch das mag nicht viel zu erreichen. So, wir müssen zur dritten Insel aufbrechen, denn das finale Ziel, das wir erreichen müssen, ist das Schloss dort oben. Okay, okay, okay. Das sieht echt happig aus hier, ne? Nein, ich wollte das nur das Green einnehmen. Zwei Rüstungen. Ihr seht schon, meine kleine Dean wird da niedergerungen. Ich will nicht riskieren, dass einer von uns jetzt stirbt hier. Deshalb gehe ich mal hier hin und heile die Wunden von ihr. Komm mal bitte her, liebe Dean. Zack. Eins ist daneben gegangen, habe ich wohl fallen lassen. Der Rest hat sie jetzt wieder richtig schön an Bord gebracht. Und nun gehen wir weiter. Doch, das wird nicht die letzte Insel sein, die wir durchschreiten müssen. Hier geht es auch erstmal hoch. Ihr merkt schon, es ist schon komplex von der Struktur, vom Aufbau. Und auch hier die hinterlistigen Rüstungen. Und fiese Gegner. Machen wir auf Autorun und gucke derweil nochmal hier. Wir müssen immer weiter reingehen, das ist unsere Aufgabe. Ich vermute mal, wir müssen nicht die Wendeltreppe dort oben rechts hochgehen, sondern einfach nur weiter den zentralen Korridor. Oder wir müssen hoch. Ich weiß es nicht. Erstmal gehe ich hier weiter, ne? Ja. Meine größte Angst ist der Verlust eines unserer Kameraden. Ich weiß zwar, dass wir einen Mönch mitgebracht haben, der uns jederzeit heilen kann oder beziehungsweise auch von den Toten zurückholen kann, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Die größte Furcht ist sein ja eher weniger gut gekleidetes HP-Feld. 199 ist schon nicht das Allerbeste, deshalb mal schauen, ob er überlebt. Wenn nicht, müssen wir immer noch mal sagen, okay gut, wir gehen zurück, wir suchen ein neues Team. Oder wir powern notfalls auf. Das will ich aber möglichst vermeiden. Okay. Da ist die Grenze, wir müssen einfach nur da ruhig durchkommen. So, lasst uns rausgehen. Sagt mir, red mir auf das Spiel, um zu entkommen. Ein mysteriöses Licht. Oh, solch ein Groll verfolgt mich. Das Monster, das mich getötet hat. Ich hasse es so sehr. Und Nägel, der mich hier eingesperrt hat. Ich hasse ihn so sehr, der Groll. Obgleich ich tot bin, lebe ich. Ich hasse sie alle. Das sind die Seelen, ja? Die hier schreien. Die Seelen, die leiden. Die Seelen, die
die finstere Magie hier an diesen Ort gefesselt und gebunden sind. Die Seelen, für die wir auch kämpfen werden jetzt gleich, ne? Boah, ich hab echt Angst. Von dem, was uns erwarten mag. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hoch womöglich reicht es hier lang zu gehen. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen voraussichtlich noch weiter nach oben. Aber da kommen wir über diesen Weg hin. Ja. Die letzte Brücke ist in Sichtreichweite. Da ist noch ein Troll. Da kann man nicht vorbeigehen, ne? Ja, der kommt und greift uns an. Komm, Troll. Jawohl. Sehr gut. Tötet ihn. Tötet diese Kreatur, bevor sie mich tötet. Und das hat sie wirklich auch vor. Sehr gut. Der Mönch hat mich geheilt. Und unser Todesmeister beweist, dass man ihm gerecht werden kann. Solchen Gegnern auch. Alles klar. Da ist sie nun. Die finale Festung, die wir nur über diese Brücke erreichen können. Was erwartet uns hier? Der Eingang zum Thronsaal ist dort vorne liegend. Und man sieht, diese Festung ist tatsächlich das, was von dem Inneren der Sonne seinerzeit übrig geblieben ist. Der Ort, an dem sich die Dunkelheit im Verborgenen hält, um hier die dunklen, finsteren Pläne zu realisieren. Einmal nachgucken. Aha. Einmal links und rechts blickend weitergehen. Ich gucke mal, kann ich noch mal heilen hier irgendwen? Ich habe jetzt hier soweit noch... Genau, da sind die wertvollen... Wo sind die ganzen anderen Heilsachen, die ich mitgenommen habe? Hier. Zum MP heilen. Benutze ich schon mal so weit, dass ich hier noch mal ein paar abgebe. Ein Stück. Das wird, denke ich mal, ganz gut gehen. Alles klar, wir gehen weiter. Wir öffnen das große Tor. Blicken auf die Karte und sehen... Dies ist nun der Bereich, der zum Thronsaal führt. Die letzten Meter, die uns von Nergal trennen. Spürt ihr das auch? Die Anspannung, die steigt. Bei mir ist es gerade ganz heftig. Weil ich tatsächlich zugegebenermaßen mit einem nicht ganz so optimalen Gefühl hier reingehe. Aber es bleibt nichts anderes übrig. Wir berühren die Wand und schreiten hindurch. Du bist also endlich angekommen. Ich habe auf dich gewartet, letzter der Athener. Ach, welche Entschlossenheit, dass du extra hier selbst auftauchst bei mir, um mir deine Seele zu opfern. Ah,
diese Fesselung der Finsternis, ja? Erschaffen aus dem Groll der Toten. Ein Lebender kann niemals daraus ausbrechen. Nun überlasse mir bitte den Groll der Toten, der diese Ketten hervorgebracht hat. Ich werde sie mit ins Jenseits begleiten und mit mir führen, auf dass du frei bist, Kodandor, sagt mein früheres alter Ego. Und den Rest überlasse ich dir. Besiege Nelge und brech das Siegel, das Lentasch dir gefangen hält. Und ich. Wie kann das sein, dass eine Seele eines Gefallenen mich hintergangen hat und dass die Bande gebrochen wird? Sowas habe ich noch nicht gesehen, das ist selten. Aber dass du mich besiegen willst, das ist lachhaft. Du musst wissen, ich, der Fürst der Dunkelheit, ich kontrolliere den Tod. Und du musst wissen, die fortbestehen und fortleben, sie können dem Tod nicht entkommen. Wie soll er eingestellt sein? Stark, mittel oder schwach? Ich wähle schwach, weil alles andere mein sicherer Tod wäre. Selbst bei schwach, denke ich mal, werden wir Probleme haben. Arge Probleme. Deshalb gehe ich mit UI schwach. Der dunkle König Nergal. Es beginnt. Er beschwört Lucanan. Angriff von hinten. Und ich kann jetzt erstmal nur darauf hoffen, dass wir gut Schaden machen. Und von hier aus höchstens mit versuchen zu heilen. Kritischer Treffer, sehr gut. Ja, da machen wir richtig schön Schaden. Und Nelgil weiß doch gar nicht so recht, was er tun soll. Aber doch, es passiert was. Wir werden paralysiert. Erzdämon. Vermaledeit nochmal. Und Geister erscheinen. Belial und Erzdämon. Belial muss besiegt werden. So schnell es geht. Aber es sieht so aus, als wäre unser Team gerüstet für das, was kommt. Aus diesem Kampf kann man nicht fliehen, das ist klar. Und so kehrt Nergal zurück. Er ist geschwächt. Ja, sehr gut. Unser Priester heilt uns. Und zwei Geister sind immer noch auf unserer Seite, um ihn zu malträtieren. Komm schon. Sehr gut, dass hier heftige Magie benutzt wird. Tor der Unterwelt wird beschworen. Wow. Oh, das macht Schaden. Doch Nelgil ist besiegt. 1 Minute 55 haben wir gebraucht. Und der dunkle König ist gefallen. Oder etwa nicht?
Wie idiotisch, dass der letzte Athener mich, den Todesgott, knien lässt. Aber du hast mich noch nicht besiegt. Ich werde immer noch meinen Wunsch verfolgen, alles in Finsternis zu hüllen. O Quell der ewigen Finsternis, gib mir deine Kraft und nimm als Opfer meinen Leib. Diesen starken Körper. Dies ist die Kraft der Finsternis. Ich bin die Todesbestie, Nelkel. Ich werde den Tod erschaffen. Den Tod aller. Nun werde ich dir die Kraft leihen und daraus einen Lichtring schaffen, auf dem du kämpfen kannst. Alle, die sich mir entgegenstellen, werden sterben. Wie stark soll der Gegner sein? Stark, mittel, leicht. Denn das ist nun die Todesbestie Nelkel. Der wahre Endboss. Da seht ihr ihn in seinem hässlichen Gewand. Wir können seine rechte und linke Hand angreifen. Und letztendlich auch den Korpus in der Mitte. Ich schlag auf seinen Arm. Okay, man kann hier nur schwer manövrieren. Er ist relativ groß, wie ihr seht. So, ich setze alles dran, seine Arme zu zerstören. Okay, noch einmal. Schwind! So, die Arme sind erstmal außer Gefecht gesetzt. Zumindest der rechte. Den linken erledigen wir jetzt noch. Sehr gut. Kraftlos, schwach. Wie und je. Sehr gut. Perfekt durch den Schaden, der gemacht wird durch die Magie. Der neuen Klassen, die wir bei uns führen. Deathmaster und Schwertkämpfer hier wirklich unglaublich gut. Magischer Schwertkämpfer ist wahnsinnig. Ich hätte nie gedacht, dass wir hier so gut vorankommen. Das ist ja Wahnsinn. Wir können selbst kaum was verursachen. Den meisten Schaden machen unsere Leute, die wir bei uns führen. So sieht er eher alt aus, der gute Nelkel. So alt, dass er schon besiegt wurde. Die Todesbestie Nelkel. Dafür gibt's ordentlich Erfahrungspunkte. Und ein Levelanstieg. 47. Schöne Zahl. Das gefällt mir. 1 Minute 29. Levelanstieg. Natürlich. Und nun ist er ausgemerzt. Oder? Etwa nicht. Du elendiger Überbleibsel von den Volk der Athener. Bist du zufrieden, dass du mich besiegt hast und
deine Rache gekriegt hast? Doch auch wenn du mich besiegt hast, der Quell der Finsternis, der mich erschaffen hat, wird niemals versiegen. Niemals! Aus der tiefen Dunkelheit, dem Quell der Finsternis, werden noch viel schlimmere Katastrophen herauswachsen und diese Welt irgendwann vernichten. Du hast es geschafft. Du hast diesen elendigen, bösen König Nägel ausgelöscht. Vielen Dank, Korne vom Volk der Athener. Und auch wenn ich ein Geist bin, es zu sagen, ist etwas komisch, aber ich muss dir im Namen aller den Dank aussprechen. Es gibt etwas, was ich dir auf jeden Fall noch sagen wollte. Um ehrlich zu sein, ich stamme ursprünglich auch aus Odendashir. Und ja, es gibt einen Grund, dass ich nach Rangao gekommen bin, dorthin gelandet bin. In einem Dorf in Odendashir, ja? Da hat meine Familie in Frieden gelebt, bis zu einem Tag, als eine komische Bande mit roten Mänteln ankam und sie angegriffen haben. Mein Vater, ja, wurde von ihrem Herrscher ermordet. Und ja, auch seine Frau, meine Mutter, floh, doch sie hatte eine schwere Verletzung gehabt und ihr Leben musste sie geben. Diese Bande der Rotmantelträger, ja, ich wollte mich rächen an ihnen und bin nach Rangao gereist, um dort zu trainieren. Aber ich habe nie die Kraft gehabt, die ich brauchte, um zu kämpfen. Ich wurde nicht stärker. Und obgleich ich mich dem Training verschrieben habe, ja, starb ich dann eines Tages.
und es war die Zeit, als deine Seele kam und meinen Körper übernommen hatte. Das muss Schicksal gewesen sein. Würdest du also meine Rache vervollständigen und statt mir nach Rentashia reisen? Du musst mir nicht antworten, nein. Ich bin eine Existenz, die jetzt langsam verblassen wird. Was du tun wirst, das entscheidest du, ob du weitergehst und für mich an meiner Seite, an meiner Stelle kämpfen wirst. Was auch immer passieren mag, danke, dass du mir zugehört hast. Das war das, was mir noch auf dem Herzen lag. Nun heißt es Abschied nehmen. Auch wenn ich verschwinde, meinen Körper, meine Gestalt wirst du nutzen dürfen. Du hast dich wirklich um mich gekümmert, Corano vom Volk der Athener. Und ich danke dir für alles. Du solltest auch nun weiter bestehen und dein Leben führen. Lebe fort, Corando. Alles in Ordnung, Corando? Hier ist es zu gefährlich. Wir müssen schnellstmöglich verschwinden. Es wird jetzt ein bisschen heftiger. Also halt dich gut fest. Ich habe es von draußen gesehen. Das Herz des dunklen Königs ist beginnt an sich zu wackeln und zu zittern. Und ich habe gewusst, es war nicht von ungefähr, es musste was passieren. Da habe ich den Entschluss getroffen, dass ich ein Schiff erschaffe und hergeeilt komme. Das war aber haarscharf. Gott sei Dank war ich pünktlich da. Generaldirektor Hori Yuji. Und damit endet der erste große Storypart Mizumichi Tsutsuma Shizuku von Dragon Quest 10. An dieser Stelle haben wir die Geschichte, zumindest einen ersten Teil der Geschichte, abgeschlossen und somit den Bogen zu Ende gespannt hierhin, wo wir noch einmal gesehen haben, die Welt war gerettet. Doch was folgt auf die Rettung? Ein Blick an die Orte, wo wir schon gewesen sind, offenbar. Zum Volk der Oger, die uns glücklich emporblicken und sich freuen darüber, dass auch ihre Welt gerettet ist. Dass ihnen Gerechtigkeit widerfahren ist letztendlich. Nach all den bösen Dingen der Vergangenheit.
Meine Güte, das war ein Abenteuer der besonderen Art. Und ja, guck mal hier, der olle Knacker. Den haben wir auch noch so gut in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sich das zieht. Wir können aber derweil noch einmal innegehen und ein wenig reminiszieren, zurückblicken auf die letzten Folgen, die wir hier gemeinsam das Spiel hier komplettiert haben, beziehungsweise den ersten Storypart. Ich will das immer und immer wieder anmerken. Und ich muss sagen, es war wirklich schön. Hier gerade die Ortschaften, die mir besonders ans Herz gewachsen waren, waren die hier im japanischen Gewand gehalten, mit Kirschblütenbäumen und wirklich allerlei schöner Facetten. Und auch von dort wird uns ein Blick geschenkt. Die Elfen. Sie grüßen uns von unten und sehen, der Retter schwirrt durch den Himmel. Und auch hier, mit den Windhirschen, haben wir einigen Menschen dabei geholfen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Was heißt Menschen? Natürlich waren es auch verschiedene andere Völker, aber sie haben ihr Leben auf die Reihe gekriegt und sind ihrem Schicksal gefolgt. Wir haben nur den kleinen Stupser gegeben, den Impuls, der noch nötig war. Und so natürlich auch bei dem ehemaligen Prinzen, der jetzt zum König wurde, der Weise, hat ja leider seine Eltern verloren. Doch er hat richtig gehandelt, um nun als gütiger Herrscher über sein Königreich hier zu regieren. Und ich muss sagen, die Story-Aspekte waren tatsächlich recht schön kompakt, kurz gehalten, all over und entsprechend auch fest. Klar, wir spielen ein Dragon Quest-Spiel, da hat man oftmals viele Aspekte, die sich ein bisschen ähnlich anfühlen, sehr repetitiv wirken, weil es immer nach einem gewissen Schema abläuft. Aber das ist letztendlich zwar nicht allzu kreativ, aber vermittelt ein heimliches Gefühl. Man gewöhnt sich an etwas, was man schon kennt und durchlebt so ähnliche Abenteuer, hier auch bei den Zwergen. Auch ein sehr schöner Ort gewesen. Da hätte ich auch noch einiges bestimmt erleben können. Mit der Meisterdiebin und so weiter und so fort. Auch hier blickt man zu uns hoch und wir wissen ja, die Kontinente sind ja noch viel, 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 viel größer. Wir haben da wirklich nur sporadischen Bruchteil gesehen bisher. Da ist sie nochmal. Auf der Flucht rennt sie davon. Ach, wie schön. Hier, während die Charakterdesigner hier gezeigt werden, eben, ach, wie fein. Schöne Bilder werden nochmal gegeben, die hätte ich auch vorher schon mal gern gehabt für meine Thumbnails, verdammt nochmal. Na gut, lamentieren kann man immer noch später. Aber alles im Allen fand ich was ein schönes Erlebnis. Umso trauriger, dass das hier in dem Westen noch nicht so zelebriert werden kann, weil es hier noch keine Lokalisierung gibt. Meine Güte, das ist gemein. Dabei würde doch Königin Diode hier so ein schönes Lied für euch trällern. Nein, noch nicht. Jetzt gibt es leider immer noch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur die japanische Fassung. Vielleicht hat sich ja, wenn ihr das später guckt, was geändert. Gerade mit dem Offline-Teil, der ja dann noch kommen mag, wird sich da vielleicht bald auch was ändern. Aber mal schauen. So, blicken wir nochmal zu den Readies. Und nicht mal, da kriegen wir jetzt einen Blick ab, was? Der verschläft ja die ganze Chose hier. Ach doch. Er guckt noch einmal vor. Und folgt uns. In Gedanken zumindest. Alles Begleiter auf unserer großen, großen Odyssee gewesen. Oh, jetzt gehen die Trompeten los. Das heißt, jetzt hier Motion Actor und so weiter und so fort. Die Musik wird hier nochmal preisgegeben, wer damit zuständig war. Sounddesigner. Und da blicken wir auch nochmal in die Vergangenheit, glaube ich, letztlich. Zu unserem Volk der Athener. Wobei, was passiert da gerade? Oder sind das kleine Blicke in die Zukunft? Was noch hätte sein können? Wir schauen auf jeden Fall wachen Auges nochmal weiter. Wobei, das kommt uns doch bekannt vor. Die Bestie hätten wir noch weiter bezwingen können. Und hier. Der Zirkusleiter und Bürgermeister. Im Kampf gegen den Dämon Saigas. Und die Reiterin der Winde, die ihre Aufgabe gerecht wurde. Das muss ich sagen, war auch eigentlich ein Teil, der relativ schön war, auch von der ganzen Geschichte, die dahinter steckte. Und natürlich unser
Walvolk, die Oger. Und man merkt, die Gute hat immer noch einen richtigen Tritt drauf. Und wenn man sich das so anguckt, da will man wieder zurückkehren. Wie gesagt, man könnte auch jederzeit zurückkehren. Meinerseits wurde der Entschluss noch nicht getroffen, wann es soweit ist, wie es weitergeht, ob die nächsten Story-Aspekte auch schon demnächst schon angegriffen werden sollten von mir. Mal gucken. Vielleicht lassen wir erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen und kehren dann irgendwann nochmal zurück. Da wird die Laute übergeben. Von der Mutter an den Sohn, der hier im Gewand des ehemaligen Magiers Forstane unterwegs ist. Und natürlich auch dort einiges noch zu erblicken gibt. Das war auch ein Dilemma mit den Kätzchen, ne? Das sind auch wieder diese typischen Konflikte von verschiedenen Völkern, von verschiedenen Monster gegen Menschen und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein Tonus, der sich immer wieder zeigt. Oder auch Generationskonflikte hat man ja auch immer gehabt. Zweifel, die die Leute verfolgen. Irgendwelche Lasten, die ihnen auf den Schultern liegen, dass sie ihr Schicksal nicht annehmen wollen und dergleichen. Forstale. Der Segensgruß, der hier die Blutlinie hat fortführen lassen und auch die Fähigkeit weiter vererbt hat. Und natürlich waren wir auch da oben. Mit der Fähigkeit, das Schiff zu steuern. Die Alte, die haben wir ja nur kurzzeitig erleben dürfen. Wie dir auch. Alles recht schnell vergangen. Der Producer Saito Yosuke. Und damit endet es noch mit einem lauten Paukenschlag. Die erste Story, die natürlich fortgesetzt wird im zweiten Storyabschnitt, der da lautet Nendashia hin, also die Geschichte von Nendashia, dem Kontinent, der versiegelt war. Also jedes Ende markiert auch den Anfang von etwas Neuem. Das zeigt uns das Spiel hier ganz deutlich. Und mal schauen, wo wir jetzt landen. Ich werde gleich wieder zum Gipfel aufbrechen und dort weiter Wache halten und mir den Zustand des Herzens vom dunklen König angucken. Bitte pass auf, wenn du zurückgehst. Oh, da bist du also, Kurando. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Wenn ich dir ins Gesicht blicke, weiß ich es. Du hast den bösen König Nägel besiegt. Du hast es wirklich gut gemacht. Du hast es geschafft. Und jetzt können auch die von ihm vernichteten Seelen vom Volk der Athener endlich von hier verschwinden ins Jenseits übergehen. Aber es heißt nicht, dass deine Reise hier endet. Der Todeskönig Nägel mag zwar besiegt sein, doch es heißt nicht, dass das Siegel der Finsternis, auf das Nendashia umhüllt, zerbrochen ist. Deshalb, der Weg dorthin muss wieder auferstehen und du musst dich darauf vorbereiten und dich noch stärker trainieren und besser werden. In dem Königreich Graunzedora auf Nendashia gibt es eine besagte Königin des Königreichs dort. Und sie ist der erwachte Held, ja. Ich bitte dich also,
Geh dorthin und helf ihr, die Freiheit zu bringen. Kuran, du tu es bitte. Ich bin auch beschäftigt fortan, deshalb werde ich aufbrechen. Nun heißt es erst einmal, auf Wiedersehen sagen. Doch der Weg des Schicksals von uns wird sich wieder kreuzen. Und dann werden wir uns wiedersehen, im Gebiet von Lendashir. Man kriegt natürlich noch einen Preis für das Niederschlagen von der Todesbestie Nelgel. Und das kriegen wir beim Reisekoncierge. Da kriegen wir dann eine Belohnung. So, wir sind die, die den Todeskönig besiegt haben. Hier an der Stelle. Wenn ich blicke auf meine Aufgabe, sieht hier, ich kann mit denen reden, die in der Herberge sind. Ich will auch natürlich jetzt noch einmal gucken, dass ich den Lulastein benutze. Und nach Nangao zurückkehre. Dem Ort, an dem alles begonnen hat, hier auf dieser Welt. Mein Team kommt mit, aber auch hier heißt es Abschied nehmen. Von denen, die mir so treu ergeben waren und im Kampfe beiseite standen. Das war super schön. Das war wirklich fabelhaft gewesen. Die haben mir geholfen und die haben mich auch tatsächlich hier durchgetragen. Ich will mal gucken, was gibt's denn noch als Belohnung? Pageki Dama vielleicht noch? So, als letzten Akt hier noch das Einstreuen. Aber wir hatten auch noch so viele Briefe, die wir nicht gelesen haben. Das ist wirklich eine fast endlose Reise, die man hier führen kann. Haben wir denn hier überhaupt die Möglichkeit? Hier gibt's anscheinend nicht mal einen, da müssen wir in eine größere Stadt. Okay, gut. Dann gehen wir wieder raus und stellen uns nun hier irgendwo auf. Mitten auf dem Platz, vor der Brücke, blicke ich euch nun ein letztes Mal in die Augen hier in der Gestalt von dem Ethener namens Kurande und sage vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Hier endet nun der erste Storypart von Dragon Quest 10, dem Online-Teil natürlich. Wir sehen uns vielleicht, wenn ihr denn wollt, in Zukunft wieder. Lasst es mich bitte wissen, ob ihr wollt, dass ich weiterspiele. Dann wird das natürlich gemacht. Wenn der Zuspruch groß ist, spiele ich hier weiter und werde mich dann Rentashir zuwenden und dort die Geschichte fortführen. Oder wir sehen uns in einem anderen Projekt vielleicht wieder. Es ist noch vieles geplant, es wird vieles kommen. Und ja, was jetzt noch bleibt, ist ein großes Dankeschön an euch zu entrichten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zugucken. Ihr könnt jetzt nochmal euer Fazit für den Abschluss des ersten Storyparts hier in die Kommentarzeile kleistern. Nochmal liken, abonnieren, falls es euch geschehen, und die Glocke aktivieren, damit ihr vielleicht hiervon auch keine Folge mehr verpasst, wenn noch was kommt. Und ja, von den nächsten Projekten natürlich auch nicht. Das war's gewesen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann irgendwann einmal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.